Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ohne konkreten Anlass, ganz wichtig, gab es seit Wochen nichts mehr, wo ich was zu stänkern hätte, möchte ich, gerade weil es jetzt keinen konkreten Anlass gibt, sonst wäre ich emotional möglicherweise ein kleines bisschen aufgeladen, möchte ich mal ein großes Anliegen von mir in Videoform festhalten, nämlich schlechte Argumente bzw. dumme Kommentare im Internet generell, natürlich auch bei mir, sonst würden sie mich nicht stören, ja, ein bisschen schon auch. Wenn man irgendwo anders die Kommentarspalte liest und da steht völliger Schwachsinn, das nervt mich auch wenn es nicht meine Kommentarspalte ist. Aber trotzdem im Lauf der Jahre, und ich mache das jetzt seit mindestens 2015, 2014 habe ich Vorbereitungen getroffen. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon ein Video veröffentlicht habe, aber da war ich schon voll dabei. Videos raushauen, aber seit 2015 Minimum. Und ja, das heißt, ich habe ein bisschen Erfahrung und da kam im Laufe der Zeit ein bisschen was zusammen. Ja klar, habe ich jetzt nicht Millionen Aufrufe und auch nicht mehr, doch insgesamt schon, aber nicht Millionen von Abonnenten und so weiter und so fort. Aber ja, es ist ein bisschen was zusammengekommen. Und da ich halt eben selber auch viel Wert drauf legen muss, vernünftige Argumentationsstrukturen zu benutzen, wenn ich was, klarstellen möchte oder auch für irgendeine bestimmte Sache eben argumentieren will, weil ich die Sache wichtig finde, habe ich angefangen festzustellen, dass bestimmte Argumente wirklich doof sind, weil sie einfach keinen Sinn ergeben und nicht logisch sind. Ja? Und dabei müssen wir jetzt eine Sache klarstellen. Wenn jemand ein dummes Argument verwendet, heißt das noch lange nicht, dass die betreffende Person dumm ist. Forrest Gump hat in dieser Hinsicht nämlich nicht recht, dumm ist nicht der, der Dummes tut, sondern selbstverständlich kann auch jemand Schlaues mal Dummes tun, weil niemand von uns ist Jesus, außer vielleicht Jesus. Und ob der wirklich so perfekt war, da kann man sich jetzt streiten. Und davon abgesehen bin ich ja nicht religiös und daher muss ich vorsichtig sein, wenn ich Jesus auspacke. Ja, gut. Das ist übrigens auch ein schlechtes Argument. Ja, in der Bibel steht Dingsdabums da und so weiter und so fort. Das wäre schwer, also rein rational, logisch, ein ganz schlechtes Argument. Jedes religiöse Argument, Allah hat gesagt, Buddha hat gesagt, Christus hat gesagt, die Dreifaltigkeit hat gesagt, Kibuhutsuhidihu, der ausgestorben ist und keiner erinnert sich mehr an ihn, aber war mal eine bedeutende Gottheit, mit Sicherheit, ja, oder das Spaghetti-Monster, sucht euch was aus, hat gesagt, wäre ein ganz schlechtes Argument, weil sich das nicht widerlegen lässt, weil religiöse Vorschriften, Dogma quasi, die welcher Gott auch immer so gesagt hat, so ist es, und das hat jemand aufgeschrieben und daran darf man jetzt nicht zweifeln. Ja, was ist, wenn er es nicht gesagt hat? Das musst du glauben, das kannst du nicht beweisen, das kannst du nicht überprüfen, das kannst du auch nicht in Frage stellen, weil es ja so ist, dass der Allmächtige oder die Allmächtigen das so beschlossen haben. Und das ist dann immer ganz, ganz schwierig, und für Menschen wie mich, die der Rationalität sich unterworfen fühlen, dem rationalen Denken, ne, also mit gesundem Menschenverstand quasi an Dinge rangehen, Rationalität und gesunde der Menschenverstand sind meiner Meinung nach in vielen Punkten dasselbe, außer dass beim gesunden Menschenverstand natürlich noch ein Stück weit Intuition, tatsächlich auch wirklich Menschenkenntnis dazu kommt, die Fähigkeit einschätzen zu können, ob jemand, auch wenn du vom Fachgebiet keine Ahnung hast, der zum Fachgebiet referiert, vertrauenswürdig ist oder nicht. Ja, das ist mit Rationalität zwar auch möglich, das zu entscheiden und zu beurteilen, aber ja, Gefühl kann da auch hilfreich sein. Ich habe einen Windpuschel drauf auf dem Mikrofon, trotzdem geht gerade ein bisschen viel Wind. Das könnte sein, dass es vielleicht gewisse Windgeräusche im Video geben könnte. So, ich habe mir jetzt mal 8 bis 9 Punkte aufgeschrieben, die ich besprechen möchte. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Nur weil das dumme Argumente sind, heißt das nicht, dass ihr das nicht vielleicht schon mal verwendet habt. Und ich möchte da nochmal betonen, deswegen seid ihr nicht dumm oder doof oder sonst irgendwas. Ja, selbstverständlich nicht, sondern man kommt schnell mal dazu, ein schlechtes Argument zu verwenden im Eifer des Gefechts. Vielleicht auch mit ein bisschen emotionaler Aufladung des Ganzen. Und ich habe das auch schon oft gemacht. Drum habe ich hier auch nur Sachen dabei, die
ich mir zumindest mal vorstellen könnte, dass mein jüngeres Selbst das schon mal so versucht hat, damit zu argumentieren, beziehungsweise mein Ehemann selbst, wenn er verzweifelt versucht, irgendwelche Argumente zu finden, weshalb es okay ist, dass er wieder die Mayo-Tube nicht zugeschraubt hat, verwendet dann auch hin und wieder mal sehr schlechte Begründungen. Und daran kann man sich ganz gut orientieren, um festzustellen, dass man selber auch einer von den vielen ist, die nicht immer rational argumentieren. Dumm, also wirklich ein bisschen die Füße stillhalten. Ich will hier nicht den neunmal klugen Übermenschen raushängen lassen, der immer alles richtig macht. Aber es ist nicht verkehrt, wenn man einfach an sich selbst diesbezüglich mal ein kleines bisschen arbeitet und zumindest sich klar macht, wo man möglicherweise einen etwas komischen Standpunkt, der so nicht wirklich haltbar ist, zu einer bestimmten Sache hat. Und vielleicht auch mal seinen Kommentar nochmal durchliest, bevor man auf Senden drückt. Gilt grundsätzlich auf jeder Seite, die das Internet an Kommentaren, auf der Kommentare möglich sind. So, der Klassiker, das Ad hominem-Argument. Grundsätzlich gibt es innerhalb der Semantik, das ist so ein bisschen die Logik im Argumentieren, das kann man sich ganz krass mit auseinandersetzen und so weiter und so fort. Da gibt es Namen für bestimmte Fehlschlüsse, die dann als schlechtes Argument im Internet landen. So weit müssen wir es nicht treiben, aber manche Dinge sind eben, wie gesagt, benannt und das Ad hominem bedeutet so viel wie gegen jemanden gerichtet und ist ein Klassiker der schlechten Argumente im Internet. Es ist sicherlich eins der häufigsten und besagt mehr oder weniger, dass man einer Person aufgrund der eigenen der Person das Recht abspricht, Recht zu haben, sozusagen. Ich bringe dafür immer das schöne Beispiel Luisa Neubauer, ne, die Fridays for Future-Nase von Deutschland, die Leitnase sozusagen. Die ist als Kind viel rumgeflogen, weil sie reiche Eltern hat und jetzt will sie nicht mehr fliegen. So, und weil sie als Kind viel rumgeflogen hat, findet man teilweise, oder anderes Beispiel, ne? Sucht euch was aus, findet man teilweise Kommentare im Internet, wenn Luisa Neubauer was sagt, völlig unabhängig davon, ob sie damit jetzt recht hat oder nicht, dass sie das ja gar nicht sagen darf, weil sie als Kind viel rumgeflogen ist. Das ist jetzt in mehrerlei Hinsicht Blödsinn, weil erstens, wenn du als Kind was falsch gemacht hast, dann müsstest du jetzt immer dabei bleiben und darfst das nie wieder gut machen und darfst dein Verhalten scheinbar nie ändern. Dazu kommen wir später, dass das Quatsch ist. Ein häufiges Phänomen übrigens auch im Internet. Aber wir sprechen der Person quasi die Qualifikation ab, Recht zu haben. Krasses Beispiel, krasse Beispiele sind immer krass, aber sie sind auch einprägsam. Nehmen wir an, Hitler äußert sich dazu, dass, der ist tot, ja, das ist auch gut. Gut so. Aber Hitler würde sich dazu äußern, dass Menschenrechte eine dufte Sache sind. Dann hat er zumindest nach allen Regeln der Kunst recht mit der Aussage, dass Menschenrechte eine gute Sache sind. Andererseits ist ein Hitler bestimmt nicht die Person, von der man sowas hören möchte. Das ist verdammt geheuchelt und klingt einfach scheiße. Aber jetzt zu sagen, weil du Hitler bist, darfst du nicht sagen oder hast nicht recht, wenn du sagst, dass Menschenrechte eine dufte Sache sind, das ist unlogisch. Auch ein Hitler kann, wenn er eine richtige, in sich logisch konsequente, sachlich richtige Aussage macht, kann er recht haben, obwohl er Hitler ist. Na? Und darum geht es beim Ad hominem-Argument. Die Person sagt nichts über die Gültigkeit oder die Güte, wenn man so möchte, des Arguments aus. Und quasi, ja, zu versuchen, der Person Recht haben per se unmöglich zu machen, weil sie die Person ist, die sie nun mal ist, ist Quatsch. Ist unlogisch und ist falsch. Ja? Natürlich kann die Person Recht haben, auch wenn sie wer auch immer ist. So, das zweite Dingens, was mich sehr beschäftigt hat, ist, dass konsequentes Verhalten teilweise als besser empfunden wird als richtiges Verhalten. Ja, das hatte ich zum Beispiel mal in einem Kommentar bei mir, dass ich was sage, dass Klimaschutz wichtig ist und mich versuche in dieser Hinsicht auch zu verbessern und mehr darauf zu achten, weniger CO2 in die Umgebung zu pusten und so weiter und so fort. Und daraufhin gab es dann mal einen Kommentar, der mich damals richtig aufgeregt hat, wo ich lange gebraucht habe, um zu überlegen, was ich jetzt damit anstelle, ob ich da jetzt in irgendeiner Form drauf reagieren soll oder nicht.
der mehr oder weniger hieß, ja, aber hier nach Grönland fliegen und ganz viel CO2 raushauen und sagen, der Klimawandel ist böse. Wie passt das zusammen? Das nennt man doch Heuchelei. Nee, das nennt man nicht Heuchelei, das nennt man Prioritäten setzen. Das bedeutet, wenn du trotz der Tatsache, dass du weißt, dass der Klimawandel ein Problem ist, den Wunsch verspürst, irgendwo hinzufliegen und das dann tust, ja, dann hast du halt Prioritäten gesetzt, dass du jetzt da lieber hinfliegen möchtest. Ist das dann schlecht fürs Klima? Ja. Bist du deswegen dann offensichtlich nicht Jesus? Ja. Heißt das, dass deswegen der Klimawandel trotzdem dann doch scheinbar doch kein Problem ist, weil du bist ja geflogen? Nee. Das heißt lediglich, dass du als Mensch wahrscheinlich nicht perfekt bist und hin und wieder deine eigenen Interessen über dieses allgemeine Wohl, was zum Beispiel darin bestehen könnte, eben keinen allzu heftigen Klimawandel zu verursachen, setzt. Ja? Und das geht so in die Richtung, dass man unbedingt konsequent bei dem, was man tut, bleiben muss. Ja, also ja, das muss ich jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Teilweise hat man den Eindruck, dass es eben Kommentarschreiber gibt, die konsequentes Handeln als einen Wert an sich ansehen, der so wichtig ist, dass man immer schön konsequent ist in dem, was man tut, dass das besser ist, als das Richtige zu tun. Ja, ganz häufiges Phänomen. Soll heißen, jemand hat sein Leben lang jeden Samstag sich ein fettes 400-Gramm-Steak auf den Grill geworfen und dieser jemand beschließt jetzt plötzlich öffentlichkeitswirksam, dass er jetzt Vegetarier sein möchte, weil er einsieht, dass er das so nicht mehr machen möchte, weil er die industrielle Massentierhaltung zum Beispiel ablehnt und daher isst er jetzt zumindest mal kein Steak mehr, ne? Zum Beispiel. So, das ist grundsätzlich aus ethisch-moralischer Sicht, auch aus Ressourceneffizienz-Sicht erstmal was man eigentlich wirklich nicht verteufeln kann, jedenfalls nicht mit Sachargumenten. Das ist gut, wenn der das für sich beschließt und wenn er damit glücklich und zufrieden ist, ist das eine tolle Sache. So, derjenige wird sich aber häufig dann damit auseinandersetzen müssen, dass er dann tatsächlich Kommentare bekommt, wenn er das jetzt wie gesagt auf Social Media postet. Aber ich habe das immer so gemocht, wie du dir jeden Samstag dein Steak auf YouTube von mir aus oder im Livestream in die Pfanne gehauen hast und jetzt hast du dich auch beeinflussen lassen von den ganzen, keine Ahnung, Gutmenschen und machst da jetzt auch mit bei dem Blödsinn, das geht ja gar nicht. Ja, und das einzige Sachargument, weshalb man das jetzt nicht gut findet, dass er sich tendenziell jetzt eigentlich richtiger verhält, zumindest von der Sachebene her betrachtet, wäre, dass er eine Handlungsänderung durchgeführt hat und damit nicht immer dasselbe macht, wie er bisher gemacht hat. Und da haben wir jetzt eben diese Tatsache, dass es viele Leute als wichtiger ansehen, dass man immer schön man selbst ist und bei dem gewählten Weg, mit dem man durchs Leben geht, bleibt, als dass man den verbessert, wenn es tatsächlich objektiv gesehen eine Verbesserung ist, weil man vorher bestimmt nicht perfekt gewesen ist, bevor man irgendwas verbessert hat. Das heißt, wir haben hier quasi mit einem Verbesserungsverbot zu tun, zugunsten der Tatsache, dass du immer schön authentisch du selbst mit all deinen Fehlern bist und daran ja nichts änderst. Bisher hast du immer so und so gesagt und jetzt sagst du auf einmal anders. Das wird auch häufig Politikern vorgeworfen. Wenn sich die gesamtpolitische Situation ändert, dass der Politiker dann was anderes tut, als er ursprünglich mal versprochen hat, vor der nächsten Wahl, weil sich die Gesamtsituation geändert hat, das gibt's mal so, mal so, mal ist es wirklich scheiße, was der Politiker macht, keine Frage. Ja, ich will jetzt auch Politiker nicht generell in Schutz nehmen, aber man darf schon, beziehungsweise es wäre total scheiße, wenn ein Politiker mit Programm X gewählt wird und dann in 4 Jahren nicht die Möglichkeit hat, jemals davon abzuweichen und immer nach genau dem handeln müsste, was er damals gesagt hat und Konsequenz vor Richtigkeit geht. Ja? Das kann fatale Folgen haben. Zum Beispiel, ich bin für Frieden. Wählt mich und ich bin für Frieden. So, jetzt greift Putin an. Ja, wir können uns leider nicht wehren, weil ich habe gesagt, wir sind für Frieden und drum lehnen wir leider sämtliche Gewalt ab. Und jetzt hat Putin uns halt erobert, weil, nee, wehren will ich eigentlich nicht. Ganz großes Problem. Könnt ihr euch noch viele andere Beispiele ausdenken. Mir fällt gerade leider kein besseres ein. So, dann gibt es das schöne Sprüchlein Leben und Leben lassen.
Das haben viele von euch, das weiß ich. Das lese ich oft in den Kommentaren, oft auch von verschiedenen Personen. Mir geht das immer zu weit. Da, klar kann man kleinräumig und hin und wieder mal für einen gewissen begrenzten Zeitraum so funktionieren. Aber wenn man das verallgemeinert und wirklich zum zentralen Leitmotiv machen würde und das jeder macht, dann heißt das, du lebst dein Leben, die anderen leben ihr Leben. Aber das Dumme ist, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der für jedes gesellschaftliche Zusammenleben nun mal dringend notwendig ist. Auch als kauziger Kauz, der im Wald haust, was viele von uns gerne wären oder zum Teil auch sind, ja, was ja auch völlig in Ordnung ist, muss man sich klar machen, es gibt immer Berührungspunkte, wo deine Interessen gegen die Interessen von jemand anders verstoßen bzw. sich Interessen überschneiden und dann funktioniert Leben und Leben lassen nicht. Weil wenn du einfach lebst und die anderen Leute sind dir egal und da soll sich keiner einmischen und ach, macht doch einfach alle euer Ding. Ja, kommt zum Beispiel, dein Ding besteht darin, dass du gerne ein Hotel in den Wald bauen möchtest, dann müssen wir dich das alle machen lassen. Ne? Andere Leute haben dann vielleicht Lust, dein Hotel anzuzünden, nachdem du es gebaut hast, dann musst du sie machen lassen, weil das ist ja ihr Leben. Lebst du dein Leben, die leben ihr Leben. Ihr Leben besteht darin, dein Zeug kaputt zu machen, deine Dinge zu klauen, dich mit Steinen zu bewerfen oder was auch immer. Das ist im Grunde ein Anarchiegrundsatz, Leben und Leben lassen. Setzt voraus, dass es keinerlei Ordnung und Struktur gibt, keine Regeln zum Zusammenleben. Jeder kann tun und lassen, was er lustig ist. Es herrscht Chaos, es funktioniert nicht. Ja, niemand kann dich davon abhalten, jemand anders umzubringen. Du kannst auch umgebracht werden, etc. pp. Ja, darum, das kann ich nicht leiden, diese Aussage. Wenn man dann darüber nachdenkt, führt das einfach nur zu völliger Anarchie und völligem Chaos. Und ein gesellschaftliches Zusammenleben ist so einfach nicht möglich. Drum habe ich da meinen Bauchweh mit. Ne? Kurzfristig mal eben kann man das natürlich da als Pseudo-Weisheit irgendwo hinschreiben, aber man darf es nicht zu Ende denken, sonst kommt nämlich schlimme Dinge da raus. So, dann viertens. Ist halt meine Meinung. Die darf man haben, aber andere dürfen die Scheiße finden, habe ich dazu notiert. Ja, es gibt häufig, gerade bei jungen Leuten, so diese Kultur, dass man eine Meinung geäußert hat und das hat man gefälligst jetzt zu akzeptieren, dass jemand eine Meinung geäußert hat, weil das ist ja seine Meinung. Ja, da hatte ich auch mal einen Kommentar, mit dem ich lange hin und her geschrieben habe. Da habe ich ausnahmsweise mal den Troll gefüttert. Das mache ich selten, aber kommt hin und wieder mal vor. Und es lief wirklich darauf hinaus, dass der wohl davon ausgegangen ist, dass man nicht kritisieren darf, was eine andere Person als Meinung geäußert hat, was ja völliger Blödsinn ist. So, und jetzt klappert es gleich und deswegen müssen wir hier nochmal kurz einen Schnitt machen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man das Thema Meinungsfreiheit irgendwo nicht ganz verstanden hat. Ja, wir haben bei uns, meines Wissens auch wirklich uneingeschränkt, bis auf die Kleinigkeit, dass man eben nicht, na, wie heißt's, den Holocaust leugnen darf und was im Übrigen auch keine Meinung, sondern Schwachsinn ist. Und antisemitisch darfst du, glaube ich, auch nicht sein. Grundsätzlich dürftest du ja eigentlich gar nicht rassistisch sein, weil ja Grundgesetz Artikel 2 niemand aufgrund seiner, na, ihr wisst's, unveränderlichen Merkmale, fassen was so zusammen, Geschlecht, ne, Religion und so weiter und so fort, wobei Religion ja im Grunde eigentlich auch eine Meinung ist, aber momentan leben wir noch in einer Gesellschaft, die der Religion einen ausreichend hohen Stellenwert beimisst, dass das halt eben zu den Dingen gehört, weswegen man nicht gemobbt werden darf. Politische Meinung, sofern sie nicht religiös ist, aber schon. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja? Wegen unveränderlicher Dinge darf man dich nicht diskriminieren, weil du lila, blass, blau bist von der Hautfarbe her, ja? Oder du der Meinung bist, eben nicht der Meinung, sondern du eben aus Kisuha Helistan stammst oder woher auch immer. Ja? Das ist alles tatsächlich ja auch wirklich vollkommen egal, wenn es darum geht, welchen Wert eine Person hat, wo die herkommt, sollte da keine Rolle spielen. Da stehe ich auch voll und ganz dahinter, ob es Männlein, Weiblein oder jemand ist, der sich keinem definierten Geschlecht zugeordnet fühlt oder was auch immer.
was geht mich das an? Ja, das ist eine ganz private Entscheidung, beziehungsweise das sollte einfach keine Rolle für den Wert einer Person spielen. Aber, ja, da kommen wir jetzt zurück zur Meinungsfreiheit. Jede Person darf jede beliebige Meinung, bis auf so ein ganz paar Ausnahmen, wie gesagt, äußern. Das darf auch Schwachsinn sein, aber für Meinung darf man diskriminiert werden. Ja? Wenn du eine völlig bekloppte Meinung hast, ist es deine freie Entscheidung. Du kannst da was dafür, ja? Diese Meinung zu vertreten. Anders als für deine Herkunft, deine Hautfarbe, dein Geschlecht oder was auch immer, suchst du dir irgendwo eine Meinung aus. Und du entscheidest dich, irgendwo hinzustellen und deine bekloppte Meinung, wie von wegen, wir sollten mehr Kinder essen, um die Weltbevölkerung zum Schrumpfen zu bringen. Natürlich völliger Mumpitz, ne? Aber das sagst du jetzt so öffentlich auf irgendeinem Platz oder alternativ pustest du es ins Internet, was realistischer wäre. Ja, dann haben alle anderen eben sehr wohl das Recht, obwohl das eine Meinung ist, ja, und scheinbar irgendwie in Teilen der Bevölkerung diese völlige Irrglaube, eine Meinung sei gleichbedeutend mit, da darf man jetzt nicht dran rumnörgeln oder das ist halt meine Meinung. Ja, aber die ist scheiße, hat man ganz oft. Ja, könnte mal gerne drauf achten in Diskussionen unter Kommentaren. Ich muss mal den Akku wechseln. Noch ein letzter Gedanke zum Thema Meinung. Ja, wenn jemand eine Meinung äußert, die scheiße ist und dafür zur Schnecke gemacht wird von der Gesellschaft oder einen Shitstorm abbekommt im Internet oder sowas in der Richtung und sich dann aufregt, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr existiert und das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen. Und das ist eben eine Fehlinterpretation. Du darfst es sagen, aber du musst die Konsequenzen dafür tragen, wenn du es sagst. Das hat nichts mit Zensur zu tun. Das hat was mit einer gesellschaftlichen Grundordnung zu tun, dass es eben nun mal generell bei uns in der Gesellschaft unüblich ist, Kinder zu fressen zum Beispiel. Und wenn du damit um die Ecke kommst, dass du das gerne tun möchtest, dann wirst du dir Feinde machen. Ja, und das ist nun mal, so. Und das ist auch durchaus zulässig. Aber du dürfst es sagen, dass du hypothetisch der Meinung wärst, dass es aufgrund der Überbevölkerung der Welt eine gute Idee wäre, Kinder zu fressen. Ja, solange du das nur hypothetisch sagst, dass wir das einführen sollen, dass das Gesetz diesbezüglich geändert werden will, ist das noch nicht mal illegal, vermute ich. Es ist nur großer Schwachsinn. Ja? so abwegig, dass ich da deswegen drüber lachen muss, einfach weil mir jetzt gerade kein blöderes Beispiel eingefallen ist. Gut. Dann auch ein ganz, ganz schöner Kommentar, den man bei Themen, die vielleicht nicht die wichtigsten der Welt sind, also nicht Welternährung, nicht Klimawandel, nicht Weltfrieden, sowas in die Richtung, sondern kleine Themen, die einen begrenzten Kreis von Personen interessieren. Da liest man dann gerne einen Kommentar wie: Haben wir denn keine größeren Probleme? Fragezeichen. So, und das ist auch was, wo mir jedes Mal der Hut hochgeht, weil es ist ja nicht so, beziehungsweise das impliziert, dass es, solange es größere Probleme gibt, nicht möglich ist, sich um kleinere Probleme zu kümmern. Ja? Soll heißen, es gibt große Probleme auf dem Planeten. Ja, natürlich gibt es die. Und solange die nicht gelöst sind, sind kleine Probleme zu ignorieren oder so. Soll heißen, angenommen, solange eben Ukraine-Krieg ist, was ich mich jetzt als großes Problem wahrnehmen würde, ich hoffe, darauf können wir uns einigen, dürfen sich zwei Eheleute nicht darum streiten, ob das Ei 3 Minuten oder 4 Minuten gekocht werden sollte, weil es gefälligst größere Probleme auf dem Planeten gibt und diese kleinen Probleme dann keine Rolle spielen dürfen. Leider ist es aber so, dass es durchaus ganz viele Probleme gleichzeitig geben kann und nur das Vorhandensein von größeren Problemen eben de facto in der Praxis nicht davor bewahrt, dass kleine Probleme auch relevant sein können. Ja, der eine Obdachlose, der da auf der Straße hockt, der ist wahrscheinlich für uns kein Problem, weil wir ihn nicht kennen. Der ist für jemand anders vielleicht schon ein Problem, weil der ihn kennt und ihm vielleicht helfen möchte und auch sich darum kümmern möchte. Und das darf er jetzt nicht, weil leider es gibt größere Probleme auf dem Planeten. Das ist also ein derart dämlicher Satz,
gibt es denn keine größeren Probleme. Nur weil dich das, was gerade hier thematisiert wird, nicht betrifft, heißt das noch lange nicht, dass das für die Lebensrealität von Leuten, die das zu ihrem Problem machen, weil es für sie relevant ist, für ihre Lebensführung relevant ist, nicht ein wichtiges Thema sein kann. Ja, und daher geht mir da wirklich jedes Mal so ein bisschen der Hut hoch, als ob das in irgendeiner Form ein Argument wäre. Es ist einfach nur Ignoranz. Mich interessiert das Thema nicht. Mich betrifft das Problem nicht. Also geht es mich nichts an und ihr seid doof, dass ihr euch damit beschäftigt. Das ist einfach nur ignorant. Und kein sinnvolles Argument in irgendeiner Form. Ja, dann gibt es auch häufig, das geht doch dich nichts an, Argument. Das haben wir hin und wieder bei Auseinandersetzungen zwischen YouTube-Nasen, die unterschiedliche Meinungen zu einem Thema vertreten und dann der Meinung sind, dass jemand anders sich in diese Diskussion nicht einklinken darf, weil es ihnen ja nichts angehen würde. Und das ist auch wieder ein ziemlicher Trugschluss, weil wenn es sich nicht um ein rein privates Thema handelt, wie ob sich Karl Gustav einen Wasserhahn auf die Stirn verschrauben lassen möchte, weil er gerne Lust hat, mit einem Wasserhahn auf der Stirn herumzulaufen. Das ist die Privatangelegenheit von Karl Gustav und alle anderen werden davon nur insofern betroffen sein, dass sie möglicherweise weggucken wollen, wenn Karl Gustav damit durch die Fußgängerzone läuft. Ja? Aber grundsätzlich ist es wirklich egal, was Karl Gustav mit seiner Stirn anstellt und wenn man dazu eine Meinung äußert, dann wäre von Karl Gustav der Kommentar, das geht doch dich nichts an, was ich mir an die Stirn schraube, mit einer gewissen Begründung sinnvoll. Na? Das kann man nachvollziehen. Zumindest sollte es nach Meinung einiger so sein, dass rein private Entscheidungen, die wirklich nur die entscheidende Person betreffen, wie zum Beispiel eben das äußerliche Entscheidungsbild einer Person, auch wirklich eine rein private Entscheidung sind und damit tatsächlich außer Leute, die mit der Erscheinung der Person wirklich aktiv was zu tun haben, wie zum Beispiel seine Frau, und ihn dann nicht mehr attraktiv findet und dann halt eben das Eheleben ein bisschen darunter leidet, ja, dann wäre das was, was die noch betrifft. Aber mich geht's nicht an, was Karl Gustav sich auf die Stirn schrauben lässt. Ne? Und in so Fällen stimmt es, das geht doch dich nichts an, das ist tatsächlich so. Ja? Aber wenn es sich um irgendein Thema handelt, das einen öffentlichen Personenkreis betrifft, zu dem man sich selbst zählt, ja, und es die eigene Entscheidung ist, sich zu einem entsprechenden Personenkreis zu zählen, weil man sich aufgrund seiner eigenen persönlichen Einstellung vielleicht eben als zum Beispiel mittellinks orientierter Mensch politisch irgendwie dazugehörig fühlt, ja, dann wird man sich für Themen interessieren, die irgendwo in diesem Bereich stattfinden oder gegen diesen Bereich gerichtet sind oder das irgendwie tangiert. Ja, und dann geht einen das schon was an, wenn es eben öffentlichkeitswirksame Themen sind. Oder ein Waldökologe wird sich eben für Themen interessieren, die die Waldökologie schädigen, beziehungsweise man kann Ökologie streng genommen natürlich nicht schädigen. Das ist erstmal die Wissenschaft von den Lebewesen in der unbelebten Umwelt. Aber wenn jemand den Wald kaputt macht, geht mich das was an. Ja, weil es ein Thema ist, das ich zu meinem Thema mache und wenn mir der Wald am Herzen liegt, der gesamte Wald, ist jede Zerstörung von Wald etwas, was mich was angeht, weil es mein Leben betrifft, meinen selbstgewählten Raum der Themen, die mich auf diesem Planeten interessieren. Und das ist keine rein private Angelegenheit. Immer wenn Umwelt oder Öffentlichkeit tangiert werden, kann man beschließen, dass einen das was angeht. Und das ist legitim und gerechtfertigt, wenn es nicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist, die Argumente dazu. Ja, man kann die Liste noch lange, lange weiterführen. Noch viele Beispiele für wirklich blödsinnige Kommentare finden, die aber häufig auftreten. Beliebt ist zum Beispiel auch noch der Strohmann. Der Strohmann würde bedeuten, dass in der Diskussion jemand sagt, dass Flugzeuge schlecht für die Welt sind. Ja? Und dann kommt jetzt der Diskussionspartner und will über das Thema gar nicht wirklich reden, möchte aber trotzdem diskutieren um jeden Preis, beziehungsweise kann ich wirklich was gegen Flugzeuge sind schlecht für die Welt sagen. Da gäbe es ja durchaus positive Argumente, weshalb die auch nützlich sein können. Aber egal. Stattdessen sagt er, oh, du bist also gegen Flugzeuge. Dann bist du bestimmt auch gegen das Essen in der Flughafenkantine. Und
und damit hat er jetzt quasi einen Strohmann aufgestellt. Das heißt, die weitere Diskussion dreht sich jetzt um das Essen in der Flughafenkantine. Das heißt, der Typ lenkt auf ein anderes Thema ab, mit dem er sich vielleicht besser auskennt, weil er Experte ist für Flughafenkantinenessen, während du nur Experte bist für die Schlechtheit von Flugverkehr. Und wenn du dich jetzt darauf einlässt, diskutiert ihr jetzt plötzlich über eine ganz andere Sache als über das eigentliche Thema, wie das Fliegen möglicherweise eben zum Beispiel schlecht für die Umwelt, schlecht für die Gesellschaft und so weiter und so fort ist, aber halt teilweise notwendig oder zielführend oder könnte man was aussuchen, ne? Für die Wirtschaft wichtig, für die Erweiterung des persönlichen Horizonts hilfreich, wenn man wohin kommt, wo man sonst nie hinkommen würde, ja, etc. pp. Aber das Problem beim Strohmann ist, es wird jetzt plötzlich eine andere Diskussion geführt, die gar nichts mit dem Thema zu tun hatte. Und letztendlich verläuft man sich im Nirgendwo und keiner ist am Ende schlauer. Das Ziel einer Diskussion ist es, in meinem Verständnis, irgendwo zu dem Punkt zu kommen, wo man, eine Diskussion sollte grundsätzlich sachlich stattfinden, soweit es überhaupt möglich ist, die Wahrheit zu einem Sachverhalt zu erkennen, diesem zumindest nahe zu kommen. Ja, das ist so das Ziel einer Diskussion. Der eine vertritt die Seite, der andere vertritt die Seite, am besten Fall. Und man versucht mit gegenseitig guten Argumenten, die man sich um die Ohren schmeißt, dann aber auch die Gegenseite in einzelnen Punkten des Diskussionsthemas vielleicht zu überzeugen, selber wiederum in anderen Punkten nachzugeben, so dann die Gegenseite gute Argumente diesbezüglich hat. Und im besten Fall kann man sich dann am Ende in einem Konsens darauf einigen, dass das Thema so und so zu verstehen ist und unter den und den Bedingungen tatsächlich, wie wir das Ganze jetzt so weit umschrieben haben und umrissen haben, dass man sich jetzt auf eine bestimmte Position einigen kann. Und im besten Fall kommt dabei dann tatsächlich auch noch was raus, was man zum Beispiel als guten politischen Kompromiss verwenden könnte oder was in einem naturwissenschaftlichen Konsens dann auch eben am ehesten der Wahrheit entspricht, die man als Wissenschaftler ja rauszufinden versucht, sofern das dann überhaupt mit den gegebenen Methoden zum entsprechenden Sachverhalt überhaupt möglich ist. Ja? Das ist aus meiner Sicht das Ziel einer Diskussion. Leider, und das geht auch mir häufig so, verstehe ich, dann, wenn ich genervt bin, Diskussionen auch als Wettstreit, wer hat Recht. Ja? Und dann versuche ich, Recht zu haben. Und Recht haben kann man, abgesehen davon, dass man Recht hat und davon überzeugt ist, nur dann, wenn man sein Gegenüber davon überzeugt, dass man Recht hat. Und dann kann es passieren, dass so Arschgeigen wie ich dann halt einfach die schlechten Argumente des Gegenübers zerpflücken und darauf hinweisen, dass der keinerlei logische Struktur in seiner Argumentationsweise hat und nichts Sinnvolles bzw. rational Nachvollziehbares gegen dein Argument vorbringen kann und du folglich Recht hast. Und dann fühlt man sich zwar überlegen, aber letztendlich hat das nicht wirklich ein Ziel erfüllt, weil der andere glaubt dir immer noch nicht, beziehungsweise will es nicht zugeben. Du kannst dich geistig überlegen fühlen, aber wem hilft das am Ende? Niemand. Ja, und in der Hinsicht habe ich wirklich hin und wieder charakterliche Mängel, weil ich mich eben auf solche Diskussionen gerne einlasse und mich dann toll fühle, wenn ich jetzt die gegnerischen Argumente sozusagen zerpflückt habe, weil da keinerlei Logik und Sachverstand drin steckt, wie eben Strohmänner, Atomi, oder einfach dämliche, pauschalisierte Aussagen wie Leben und Leben lassen. Ja, es ist im Ende, wenn man es durchdenkt, ist es dämlich. Es tut mir leid, ich weiß, das sagen viele von euch und die werden mir jetzt an den Kragen gehen und erklären, warum das doch eine gute Einstellung fürs Leben ist. Aber wenn das jeder machen würde, und das ist zum Beispiel durchaus ein gutes Argument, dass wenn es jeder machen würde, zwar wird das voraussichtlich nicht passieren, aber die Möglichkeit dafür besteht und man sollte sein Handeln so auslegen, zumindest nach Meinung von vielen, und das geht dann wirklich ganz tief in die Philosophie, ob man überlegt, wenn man überlegen möchte, ob man sein Handeln überhaupt so auslegen sollte, dass es für die Allgemeinheit einen Gewinn bzw. eine positive Entwicklung bedeutet und keine negative Entwicklung, bzw. die Allgemeinheit schließt die Umwelt mit ein, ja,
ob man überhaupt so handeln sollte. Das ist übrigens dieses Gutmenschenphänomen. Neuerdings ist Gutmensch ja eine Beleidigung geworden. Und Schlechtmensch zu sein ist scheinbar gut. Dann kann man sich mit den anderen Schlechtmenschen assoziieren. Und gegen die bösen Gutmenschen, die irgendwie versuchen, für alle irgendwas Positives zu erreichen, vorgehen. Weil das ist ja anstrengend und schlecht sein viel einfacher ist. Die dunkle Seite ist schneller, verführerischer, nicht stärker. Ja, aber das geht dann ganz tief in die Philosophie. Ich persönlich versuche schon, zumindest meistens, oder dann hinterher zumindest zu reflektieren, dass ich gerade offensichtlich ein Schlechtmensch gewesen bin, gebe mir ansonsten aber Mühe, ein Gutmensch zu sein und kann dann auch mit der Beleidigung, dass ich einer bin, durchaus leben, weil ja, nach irgendeinem Kriterium muss man handeln. Man kann natürlich so handeln, dass man selber immer der Profiteur ist. Man kann auch zumindest ein kleines bisschen versuchen, den Ansatz von Altruismus zu erreichen, was natürlich so nicht möglich ist. Die völlige Selbstaufopferung ist auch vielleicht nicht unbedingt zielführend und ist auch nicht Bestandteil der Natur. Die besteht darin, dass überlebe gegen den Willen der anderen gegebenenfalls, um deinen Arterhalt und möglichst deine eigenen Nachkommen bzw. deine Gene in der Zeit weiterzugeben. Das beschäftigt sämtliche Pflanzen, die wir hier sehen können. Das beschäftigt sämtliche Tiere, die wir hören können. Und auch die wir nicht hören oder sehen können, beschäftigt das auch. Das ist so ziemlich der Sinn des Lebens für alles, außer Homo sapiens. Wir sind ein bisschen zu abgespaced vom Kopf her, dass wir uns über andere Themen auch noch große Gedanken machen müssen. So wie ich über dieses im Grunde überhaupt nicht wichtige Thema, da die Leute, die entsprechenden Kommentare schreiben, dieses Video sowieso nicht sehen werden. So, und damit sind wir jetzt abgerutscht in die tiefere Philosophie. Ich wollte aber noch zwei Punkte aufführen, die mich persönlich immer sehr nerven als empirischer Wissenschaftler oder zumindest gelernter empirischer Wissenschaftler, nicht praktizierend der Vollständigkeit halber. Ne? Nämlich, es gibt zwei wesentliche Punkte, die man immer mal wieder in eigentlich wissenschaftlichen Argumentationsweisen finden kann, von Leuten, die eigentlich irgendwo mal Wissenschaft gelernt haben oder sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzen, die Kacke sind. Und die immer mal wieder aufkommen. Das heißt, sowas, das hört man häufig im Thema Klimawandel, das hört man aber auch häufig bei der Kritisierung, der Kritik an der Forstwirtschaft als solchen, wo man viel kritisieren kann, aber wo die Forstwirtschaft als solche wieder mal als Vater allen Übels im Walde dargestellt wird. Das hat man ja auch häufig, Wohlleben zum Beispiel, auch hin und wieder mal seriöse Wissenschaftler, die das so sehen. Außer Per Ibisch fällt mir da eigentlich kaum einer ein, da gibt es nicht so viele. Und Professor Per Ibisch natürlich. Oder auch beim Klimawandel, da gibt es auch diverse Leute, die Physikprofessoren sind, an der reinen Physik des Klimawandels dann nichts auszusetzen haben. Aber sobald es in die empirische Wissenschaft, also die Bildung von Modellen, die nicht mit Ja oder Nein funktionieren, sondern mit Wahrscheinlichkeiten, das lehnen sie dann ab. Und das bringt uns zum Punkt, dass nicht Vertreter der empirischen Wissenschaften teilweise die empirische Methodik ablehnen und alle Erkenntnisse, die aus empirischen Wissenschaften gewonnen sind, als, naja, das kann man nicht wirklich ernst nehmen, abtun. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler und jetzt brauche ich ein kleines Päuschen und dann geht's weiter. So, jetzt darf man den Empirismus kritisieren. Ja, das geht. Das kann man innerhalb der Erkenntnistheorie, das ist die philosophische bzw. theoretische Diskussion über die Frage, was eigentlich wissenschaftliches Arbeiten ausmacht und was Wissenschaft ist. Ja, da einigt man sich dann meistens drauf, dass Falsifizierbarkeit wichtig ist und Objektivität wichtig ist. Falsifizierbarkeit heißt, eine wissenschaftliche Aussage oder ein Forschungsergebnis, um es mal einfach auszudrücken, muss in Frage gestellt werden können. Das heißt, zum Beispiel wäre eine, morgen regnet es, vielleicht aber auch nicht, ist keine wissenschaftliche Aussage bzw. keine These im wissenschaftlichen Sinn, weil die kann zutreffen, die kann nicht zutreffen, das ist in jedem Fall immer richtig und man kann diese Aussage nicht widerlegen, weil eins von beiden wird wahrscheinlich eintreffen, wird mit Sicherheit eintreffen. Ja, daher ist das ist Mumpitz, ne? das hilft auch niemandem weiter, so eine, ja vielleicht so oder vielleicht so Aussage. Da muss man also schon sich ein bisschen überlegen, wie man das am
wissenschaftlicher formulieren könnte. Eine wissenschaftlich bzw. eine falsifizierbare Aussage wäre dann, morgen regnet es mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%. Ja, das kann entweder so zutreffen oder eben nicht, weil es halt eben nicht geregnet hat. Dann waren die 30%, die jetzt eingetreten sind. Und jetzt kann man diskutieren, ja, war denn die Wahrscheinlichkeit überhaupt bei 70%? Ist denn das korrekt berechnet worden oder war das Mumpitz und dem liegt eine völlig falsche Annahme zugrunde? Ja? Und darum, also das ist so der eine Punkt, der Wissenschaft ausmacht. Es müssen widerlegbare Aussagen sein, die in der Struktur prinzipiell ohnehin widerlegbar sein können. Ja? Sie müssen nicht falsch sein und sie müssen auch nicht im Laufe der Diskussion als falsch herausgestellt werden, aber sie können auf jeden Fall widerlegt werden. Die Widerlegbarkeit ist das Entscheidende. Zweitens, objektiv heißt, wenn zwei Leute die gleiche Untersuchung durchführen, sollten sie beide mit einer Methode anwenden, die wissenschaftlich ist, dann kommen sie auch beide zu einem vergleichbaren oder gleichen Ergebnis. Ja, also mindestens ganz, ganz nah beieinander, dass also nur der Messfehler dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass die Ergebnisse leicht variieren. Ja, und das bedeutet, eine Methode, die nur dann zum selben Ergebnis führt, wenn sie nochmal von derselben Person auf dieselbe Weise durchgeführt wird, ist auf jeden Fall subjektiv. Weshalb zum Beispiel Freud, der liebe Psychoanalytiker da, in keinster Weise Wissenschaftler sein kann, weil was er interpretiert hat in die Träume seiner Patienten und so weiter und so fort, könnte jemand anders beliebig anders interpretieren. Das ist also hochsubjektiv. Er denkt sich dazu irgendwas aus, begründet das dann auch noch schön, aber das kann auf keinen Fall Wissenschaft sein, weil es eben subjektiv nur die Gedanken von einer Person sind. Schwierig, ja? Nicht messbar, nicht wirklich belegbar, auch nicht überprüfbar. Hat die entsprechende Patientin wirklich von einem großen Nilpferd geträumt oder eben nicht? Ja? Ist es überhaupt korrekt, dass sie geträumt hat? Erinnert sie sich richtig? Ist sie jetzt nicht auf irgendwie subjektiv auf den Trichter gebracht werden, dass sie gar nicht von dem Nilpferd geträumt hat, aber der Freund erzählt was von dem Nilpferd und dann denkt sie, vielleicht habe ich auch von einem Nilpferd geträumt und so weiter und so weiter. Hochsubjektiv. Komponente, schwierig, schwierig, schwierig. Ja? Also das sind so zwei wesentliche Elemente, bei denen man davon ausgeht, dass sie für eine korrekte wissenschaftliche Aussage entscheidend sind. So. Und was mich jetzt stört, ist eben, dass manche Wissenschaftler, und zwar meistens die tatsächlich nicht die Notwendigkeit haben, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, häufig wahrscheinlichkeitsbasierte Wissenschaft ablehnen. Und wahrscheinlichkeitsbasierte Wissenschaft ist im Prinzip die empirische Wissenschaft. Das ist in den meisten Bereichen der Biologie der Fall. Aber zumindest mal in ökologischen Fragestellungen und erweiterten ökologischen Fragestellungen, also alles, was die Entwicklung der Natur plus dem Leben in der Natur betrifft, das ist alles nur empirisch lösbar. Insbesondere ist Empirik dann anzuwenden, wenn es um Prognosen für die Zukunft geht. Wir haben also ein System, das können wir beschreiben. Ja? Wenn wir jetzt alle, das geht noch mit Ja oder Nein. Das System ist so oder es ist nicht so. Ja, der Baum hat entweder grüne Blätter oder er hat sie nicht. Und so weiter. Das ist mit Ja, Nein, mit wahre Aussage oder nicht wahre Aussage zu beantworten. Das mögen Mathematiker. Ja, Mathematiker rechnen etwas aus und dann ist die Gleichung am Ende lösbar oder nicht. Und damit ist es für die dann auch schon erledigt. Jetzt will ich mich nicht über Mathematiker lustig machen. Mathematik ist wichtig, unbestreitbar ist die wichtig. Ja, keine Frage. Und für viele Dinge im modernen Leben nicht mehr wegzudenken, auch wenn wir sie nicht mehr sehen können, die Mathematik. Sie steckt trotzdem irgendwo drin. Aber letzten Endes kommt dabei immer ein Ja oder ein Nein raus. Ja? Eine Gleichung ergibt Ergebnis XY oder nicht. Und das ist klar und deutlich, gleichzeitig ist Mathematik aber auch das, was angewendet wird, wenn man empirisch arbeitet, weil wenn eben ein Sachverhalt so kompliziert ist, dass wir nicht mehr überblicken können, ob eine Sache zutrifft oder nicht, und ganz viele, viele, viele Faktoren für Zutreffen oder Nichtzutreffen verantwortlich sind
und wir es einfach nicht mehr schaffen, aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes Ja-Nein-Antworten zu geben, dann müssen wir uns, so gut es eben geht, an die Sache rantesten, durch Tests, Forschung, Experimente, Versuche, Prognosen, letztendlich zu einer, ja, zu 84% stimmt das und zu 16% nicht Aussage kommen. Empirismus ersetzt also die Wahrheit durch eine Wahrscheinlichkeit quasi, ja? Und ist immer dann einfach notwendig, wenn wir die Wahrheit nicht erkennen können, weil es zu kompliziert wird. Und jetzt gibt es eben Wissenschaftler, insbesondere Physiker, das heißt nicht, dass Physiker schlecht sind, überhaupt nicht, die eben das grundsätzlich abzulehnen scheinen. Ja? Die Prognosen allein schon deswegen, weil sie ungenau sind, weil sie die Zukunft betreffen und nur empirisch erstellt werden können, weil wir eben nicht wissen, welches Wetter übermorgen, mit Sicherheit wissen wir es zumindest nicht, welches Wetter übermorgen sein wird. Wetterbericht ist ein wunderbares Beispiel für empirische Wissenschaften. Ja? Die Angabe, die letztendlich im Wetterbericht steht, übermorgen regnet so und so viel, ja? Das ist eine Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt. Wenn 51 zu 49 steht, dass es wahrscheinlich nicht regnet, ja, dann wird da das kleine Wölkchen mit Sonnensymbol sein. Wenn 51 zu 49 steht, dass es wahrscheinlich regnet, dann wird da das kleine Regenwölkchen-Symbol zu sehen sein. In diesem Fall ist es aber leider das Ergebnis des Versuchs zu bewerten, wie das Wetter wird, hochgradig unsicher, und letzten Endes ist es fast raten, aber nur fast, weil man eine 51 zu 49 Situation hat. Das eine ist ein bisschen wahrscheinlicher als das andere. Ja? Und wie gesagt, Physiker kommen da manchmal nicht mit klar, je nachdem aus welchem Bereich der Physik die kommen, und legen Wert darauf, dass quasi eine mathematisch korrekte Aussage, Gleichung geht auf, Gleichung geht nicht aus, aufgemacht werden kann und es ein Gesetz zu dem entsprechend beobachteten Phänomen gibt. Beispiel: Gravitation funktioniert nach Gesetzmäßigkeiten, ist immer gleich unter allen Bedingungen berechenbar. Wenn du es ausrechnest, welchen Einfluss die Gravitation auf diesen Stein da drüben hat, dann ist das am Ende korrekt. Da gibt es noch einen Messfehler, aber ansonsten, beziehungsweise noch einen kleinen Rechenfehler oder sonstige Ungenauigkeiten, aber ansonsten ist es berechenbar, korrekt und ist so und wird auch immer so sein. Das ist absolut objektiv. Jeder, der das berechnet, kommt aufs gleiche Ergebnis, und das ist sehr, sehr falsifizierbar. Entweder stimmt's oder es stimmt nicht. Ja? Und damit ist das die Reinform der Wissenschaft, und man muss auch nicht diskutieren, ob das funktioniert, weil eben die Naturgesetze, die physikalischen, definitiv so funktionieren und ganz klar nicht in Frage zu stellen sind, weil sie als solches Gesetz definitiv bewiesen sind. Ja, und das ist der Knackpunkt. Es gibt eigentlich nur die Chemie und die Physik an Naturwissenschaften, die Dinge beweisen können, die sagen können, so ist es immer und da gibt es auch keine Veränderungen dran, weil das ist ein Naturgesetz und so ist es. Punkt. Ja? Das hast du in der Biologie eigentlich nie, außer in der Biophysik oder in der Biochemie, ja? Die dann chemische und physikalische Bestandteile in der Biologie untersuchen, und da gibt es das dann natürlich auch. Aber die Gesamtkomplexität des Lebens in seiner Umwelt auch noch, dann sind wir in der Ökologie, kann man nicht hundertprozentig vorhersagen, weil man nicht weiß, ob das Reh beschließt, links oder rechts abzubiegen im Straßenverkehr, sozusagen. Ja? Und da kommen wir nur mit Wahrscheinlichkeiten weiter. Wir können so viele Faktoren, wie wir kennen, in die Vorhersage einer Zukunft, die in der Natur stattfindet, reinstecken, wie geht. Das werden jedes Jahr mehr. Die Zahlen werden jedes Jahr besser, die Prognosen werden immer genauer, geben immer exaktere Ergebnisse von sich, aber letzten Endes kriegen wir eben nur eine Wahrscheinlichkeit, und eine empirische Aussage, ein empirisch untersuchtes Phänomen gilt dann als, es ist so, wenn wir 95% Wahrscheinlichkeit erreichen. Ja? Dann besteht trotzdem immer noch die Möglichkeit, dass in diesem, das ist so, hin und wieder mal ein Fall auftritt, wo es halt nicht so ist. Und das mögen Physiker gar nicht, weil ihre Gesetze gelten immer, immer, immer. Ja, und nicht nur in 95% der Fälle. So, und das bringt uns jetzt eben dazu, dass es zum Beispiel namhafte Physiker gibt,
die zwar noch sagen, dass der Treibhauseffekt, so wie er beschrieben wird, funktioniert, weil das auf Naturgesetzen basiert, weil man das ausrechnen kann und das einem Physiker gefallen müsste, weil wenn du das ausrechnest, kommt dabei raus, ja, den gibt es. Ja, der hat den und den Einfluss. Das kann man ziemlich exakt berechnen. Was man nicht mehr exakt berechnen kann, ist dann die Prognose für die Zukunft, weil auf die weitere Entwicklung der Erdtemperatur eben nicht nur der reine Treibhauseffekt, der sich schön berechnen lässt, einen Einfluss hat, sondern eben auch noch die Entwicklung der Farbe der Erdoberfläche zum Beispiel. Wenn wir alles schwarz anmalen, wird es wärmer. Wenn wir alles weiß anpinseln, wird es weniger warm, weil weiß mehr Sonnenlicht reflektiert. Das klingt so dämlich, wie es sich anhört, aber ist tatsächlich so. Das spielt eine Rolle. Ja? Und solche Sachen wirklich mit einzuprognostizieren in die Entwicklung der Erdtemperatur unter den gegebenen Bedingungen, unter welcher Entwicklung auch immer, macht Klimaszenarien, zum Beispiel Klimaprognosen, unglaublich kompliziert und wahnsinnig schwierig. Und drum sind die nicht sehr genau. Bisher ist übrigens alles viel schlimmer gekommen als prognostiziert. Also die Nichtgenauigkeit geht in Richtung, die Realität übersteigt die schlimmen Erwartungen der bisherigen Prognosen. Das nur mal am Rande angemerkt. Also es ist nicht weniger schlimm, als die bösen, bösen Wissenschaftler das ausgemalt haben. Es ist schlimmer, die Realität momentan. Weil prognostizieren tut man jetzt schon seit 20 Jahren. Die Realität ist schlimmer. Möchte ich an der Stelle noch mal kurz betonen. Sowas wie den 18, 19, 20 Dürresommer in Folge. Das hat kein Mensch vorhergesagt. Überhaupt nicht. Das haben wir überhaupt nicht kommen sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann sind die Modelle ja scheiße. Ja, aber in die falsche Richtung. Daher ist das meiner Meinung nach immer so ein bisschen leicht lächerlich. Ja, ich glaube nicht dran, dass das mit dem Klimawandel wirklich schlimm wird, weil bisher haben die Prognosen ja auch nicht so richtig gestimmt. Ja, wie gesagt, in die falsche Richtung. Gut, ja, und wie gesagt, je mehr da reinkommt, desto schwieriger wird das und das führt dann hin und wieder dazu, dass einfach die empirische Methode an sich abgelehnt wird, dass man sagt, ja, das wird unglaublich kompliziert, wenn du das in die Zukunft prognostizierst und deswegen ist das nichts wert und das ist alles Käse. Aber was ist die Alternative zu einer empirischen Prognose? Raten, ja? Oder einfach gar nichts über die Zukunft wissen. Letzten Endes, selbst wenn wir für Klimaszenarien nur eine Sicherheit, und das kommt durchaus mal vor, so um die 75%, manchmal auch nur 65% oder sowas haben, die, also ja, das kann schon so eintreten, aber dass irgendwas anderes passiert, kann halt auch gut sein. Und dass es genau so eintritt, ist hoch unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja, mit so einer Sicherheit kann man aber immer noch besser planen, als wenn man sagt, wir haben überhaupt keine Ahnung, wird schon alles gut werden. Das ist dann wieder die Aufgabe der Religion. Entschuldigung, das ist dann böse, wenn ich jetzt hier wieder mit Religionskritik anfange. Aber es ist reines Raten, ohne jede Logik, ohne jede Information über die Zukunft in die Sache ranzugehen, kann man natürlich machen. Aber ein rational denkender Mensch würde immer, wenn er irgendeine Zahl hat, ja, und wenn die noch so schlecht ist, die eine Studie, die es gibt zu einem Sachverhalt oder die Gesamtstudienlage zu einem Sachverhalt, ist immer die beste Information, die man für eine Prognose der Zukunft haben kann. Ja? Und ein rational denkender Mensch nimmt die beste Prognose, die er kriegen kann und handelt danach und denkt sich nicht, ja gut, die ist nicht exakt, die Prognose, dann mache ich einfach irgendwas. Ja? Sondern er nimmt die, die es gibt. Und wenn es 51 zu 49 steht, dann würde ich immer die 51-Variante wählen, weil da habe ich immerhin 2% mehr Chance, dass ich recht habe und dass es so kommt, wie ich mich darauf vorbereitet habe, als andersrum. Ja? Und das ist für mich wirklich ein großes Problem, dass Leute diese Idee des Empirismus nicht verstehen und ablehnen. Und einfach irgendwas machen, weil wenn du es nicht richtig korrekt vorhersagen kannst, dann ist es nichts wert und dann rate ich lieber. Oder dann mache ich einfach alles weiter wie bisher, weil das kommt eigentlich fast immer von Leuten, die sehr, sehr tief im konservativen Modus verwurzelt sind. Heißt, so war das immer, so muss das bleiben. Das ist übrigens auch ein wunderbares, schlechtes Argument. Nur, das ist ein Traditionsargument, nennt man das. Weil etwas immer so war, muss es automatisch immer so sein. Heißt, hier liegt seit ein paar Millionen Jahren ein Stein rum, nehmen wir mal an. So, das bedeutet, der muss da immer liegen. Es ist völlig undenkbar, dass jetzt jemand kommt, den Stein aufhebt und ihn woanders hinlegt.
Das kann nicht passieren, weil der liegt da ja schon immer. Und das ist völlig unlogisch. Ja, Traditionsargument mag angenehm sein, ist aber Quatsch. Ja. Änderungen sind jederzeit möglich, insbesondere in änderbaren Systemen wie einem Stein, den man wegnehmen kann, ja, oder wegtragen kann. Oder alternativ einem Klima, das sich schon seit Ewigkeiten ändert. Übrigens auch das ganz mieses Argument der Leute, die meinen, einen Klimawandel gibt es so nicht, wie der prognostiziert wird. Das Klima hat sich schon immer geändert. Ja, das ist jetzt auch wieder nur immer eine Änderung. Ja, aber es heißt ja noch lange nicht, nur weil sich etwas immer geändert hat, dass das deswegen nicht beeinflusst werden kann, das System. Ja? Es kann eine natürliche Änderung geben und die kann man noch zusätzlich beeinflussen. Warum nicht? Ja? Wo ist das Problem? Natürlich geht das, klar. Ja? Ich verstehe das manchmal, also das ist manchmal wirklich sehr schwer nachzuvollziehen, wie wenig jemand nachdenken muss, der solche Äußerungen wie, das hat sich schon immer verändert, dann muss es das jetzt auch tun. Und da können wir auf jeden Fall unglaublich, unmöglich dran schuld sein, weil es hat sich ja schon immer verändert. Ja. Wenn ein Fluss schon immer geflossen ist und dann baust du einen Damm und dann fließt er nicht mehr. Wie ist das möglich? Das dürfte nicht möglich sein, weil das war ja schon immer so, dass der Fluss da geflossen ist. Völlig Banane, ja, und ohne jede Logik. Gut, jetzt rege ich mich doch auf, wollte ich eigentlich vermeiden. So, das nächste Dingens aus der wissenschaftlichen Diskussion, dann haben wir es auch, ich muss nämlich auch gleich zum Sport, ist Cherrypicking. Cherrypicking ist auch eine furchtbare Unsitte, die leider immer mal wieder eben gerade bei angeblichen Wissenschaftlern oder Leuten, die behaupten, die Wissenschaft für den Normalbürger lesbar zu machen, ja, gibt es so jemanden zum Beispiel, die machen gerne Cherrypicking. Ja? Die behaupten also, die Wissenschaft sagt Folgendes. Und das belegen sie, weil sie sich eine Studie rausgesucht haben. Und eine Studie aus dem gesamten Forschungslage zu einem Thema herauszusuchen, ist wie einen großen Eisbecher mit viel Sahne und einer Kirsche obendrauf zu bestellen. Und dann isst man die Kirsche und den Rest vom Eisbecher schiebt man zur Seite und der ist einem egal. Ja? Du suchst dir also eine Studie aus einer Mehrheit von mindestens mal 10, sage ich jetzt mal. Und die eine Studie gefällt dir. Da steht nämlich das drin, was du selber gerne glauben möchtest oder gerne glaubst. Und damit hat die Wissenschaft soeben bewiesen, dass du recht hast. Und die anderen 9 Studien, die ignorierst du einfach. Und das ist ganz, ganz miese Vorgehensweise von eben Leuten, die zwar in der Lage sind, eine Fachstudie zu lesen, aber eben diesen Grundsatz, der man braucht die gesamte Forschungslage, um wirklich einordnen zu können, was Sache ist, nicht kapiert haben. Wenn ein Professor der Fachmann für sein Thema ist, nach seinem Leben, nachdem er alles gelesen hat, was zum Thema an Publikationen existiert, am Ende seines Lebens als alter Mann eine Meinung hat, dass es so oder so ist, dann hat er die, nachdem er alles dazu gelesen hat und kann jedes bedenkliche Argument, das es in der Fachwelt dafür gibt, kennt er und hat es bei seiner Meinung hoffentlich berücksichtigt. Und dann kann er trotzdem nicht, kann es trotzdem sein, dass er nicht recht hat. Ja, das weiß man nicht, ist auch nur ein Mensch. Aber dann hat er zumindest kein Cherrypicking betrieben. Ja, wenn du hingegen als Begründung für deine Meinung nur eine einzige Studie oder 2 oder 3 angibst, aber es ein Riesenstapel Papier mit der gegenteiligen Meinung bzw. den gegenteiligen Forschungsergebnissen wohlgemerkt gibt, ja, dann hast du letzten Endes als Ergebnis ein paar Studien, die sagen, es ist so, viele Studien, die sagen, es ist so. Jetzt kann man demokratisch vorgehen und sagen, viele haben dann tendenziell eher recht als wenige. Das muss nicht so sein. Beispiel, ne, die Erde ist rund. Gab es viele Leute, die der Meinung seien, das ist nicht so. Nur wenige, die der Meinung seien, das ist so. Die Minderheitsmeinung hatte hier recht. Ja? Aber in dem Fall hatte die Minderheitsmeinung auch verdammt gute Argumente, nämlich die Erde ist ja rund. Ja? Nur weil eine Minderheitsmeinung manchmal recht haben kann, heißt es noch lange nicht, dass wenn du behauptest, einen Klimawandel gibt es so nicht, beziehungsweise wir sind nicht dran schuld, du deswegen automatisch recht haben musst, weil es schon mal eine Minderheitsmeinung gab, die recht hatte. Je weiter der wissenschaftliche Fortschritt voranschreitet, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine blöde Idee doch tatsächlich richtig ist, obwohl die Wissenschaft was anderes behauptet. Ja? Wir werden besser als Menschheit im Forschen, zumindest da drin. Ja? Und unsere Ergebnisse unserer Forschung werden zuverlässiger. Die Chance, dass sich alle irren
und der eine komische Typ da hat irgendwie recht. Das kann sein auf dem Papier, ja, aber das ist jetzt, dafür muss man wieder Empirismus ablehnen, um an sowas zu glauben, weil die Chance, dass der eine Typ da recht hat im Vergleich zu allen anderen, die auch seriöse Forschung durchgeführt haben, ja, die alle die wissenschaftliche Methode mit Falsifikation und Objektivität angewendet haben und alle zum selben Ergebnis kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis, auf das alle kommen, richtig ist, halt verdammt hoch. Ja, und dann, einfach weil einem das Ergebnis nicht passt, auf den einen Hansele zu hören, der das Gegenteil behauptet, obwohl seine Studie dazu bestenfalls scheiße ist, ja, da musst du aber schon die Kirsche auf der Torte wirklich sehr, auf dem Eisbecher wirklich sehr, 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 sehr attraktiv finden, wenn du den ganzen anderen Rest wirklich dann noch zu ignorieren versuchst. Und das ist Cherrypicking. Ja? Und das gibt es in der Wissenschaft und das gibt es vor allen Dingen in der Populärwissenschaft ganz, 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 ganz oft. Die Wissenschaft hat das widerlegt, weil es gibt eine Studie, die das behauptet. Ich kann zig Beispiele von YouTube nennen, wo irgendwelche Pseudowissenschaftler, die sich zum Teil dann auch noch Ökologen nennen, obwohl sie offensichtlich davon keinen Schimmer haben, so einen Quatsch in die Welt hauen, weil sie eine Studie gelesen haben. Ne? Oder vielleicht haben sie sogar mehrere gelesen und sich dann wirklich noch aktiv die eine ausgesucht, die ihnen dann geschmeckt hat. Schlimm, schlimm sowas. Ja? Drum, werdet bei mir fast immer beide Seiten beleuchtet hören. Es sei denn, ich habe ein reines Meinungsvideo und versuche wirklich darzulegen, weshalb es meiner Meinung nach so oder so ist. Dann lasse ich die Gegenseite auch mal gerne weg. Aber ich bringe trotzdem viele Argumente. Und wenn man mir dann mit einem Gegenargument kommt, dann gehe ich auch drauf ein. Ja, und im Einzelfall muss man dann wieder diskutieren. Und das schließt den Kreis und wir kommen zurück zu den Regeln einer guten Diskussion und miesen Argumenten, wie eben nur eine Studie zu zitieren, obwohl es hunderte davon gibt, die da möglicherweise was anderes behaupten. Das wäre es gewesen, das musste ich mir dringend mal von der Seele quatschen. Da gibt es natürlich noch viele andere Punkte, die man anquaken könnte, aber das sind so Sachen, die mich persönlich sehr stören. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal drüber nachdenken. Ansonsten habt ihr das im Rahmen meines Gelabers hier wahrscheinlich auch gerade getan. Und wer dazu eine Meinung hat, kann sie gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn möglicherweise eine Meinung nicht völlig frei von jeglichem Tadel sein könnte. Ne? Haben wir ja jetzt diskutiert. Ihr könnt natürlich auch schreiben, leben und leben lassen. Dann kriegt ihr aber kein Herzchen. Macht's gut. Tschüss.